Hückelhofen, Florian Köster, 34, musste sich Anfang des Jahres unters Messer legen, denn der zweifache Papa wurde am Knie operiert. Auf vielfache Nachfrage lieferte Flo seinen Fans nun ein Gesundheitsupdate, doch das klang alles andere als gut. Ein dickes Auge, ein Hubbel am Finger und immer noch Probleme mit dem Knie, aus gesundheitlicher Sicht ist bei Florian Köster zurzeit einfach der Wurm drin. Der Verlobte von Silvana Wolny, 31, meldet sich regelmäßig bei seinen rund 136.000 Instagram-Fans und gibt in seinen Stories dabei immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Zuletzt häuften sich jedoch die Hiobsbotschaften bezüglich Flos Gesundheit. Schon Anfang des Jahres hatte der 34-Jährige seiner Community von einem Eingriff am Knie berichtet, dem er sich unterzogen hatte, und lieferte seither immer mal wieder kleine Updates zu seinem Genesungsverlauf. Die letzte Meldung gab nun allerdings Grund zur Sorge. Am Donnerstag hatte sich Flo in seiner Story gemeldet und zunächst berichtet, dass er immer wieder von Fans angeschrieben worden sei, die sich nach seinem operierten Knie erkundigt hätten. Die Antwort des Familienvaters fiel allerdings ernüchternd aus. Es sieht halt echt auf gut Deutsch gesagt kacke aus, offenbarte er. Florian Köster weiß nicht, ob Operation die richtige Entscheidung war. So erklärte Florian nicht nur, dass er immer noch Schmerzen habe, durch die er inzwischen sogar eine Fehlhaltung angenommen habe, weil er immer so humpelnd laufen würde. Er zweifelte außerdem allgemein an der Entscheidung, den Eingriff vorgenommen zu haben. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, mich da operieren zu lassen, weil's jetzt noch schlimmer ist, so der Vater zweier Töchter. Keine guten Neuigkeiten, die wohl auch seine Silvana in Sorge versetzt haben dürften. Den Kopf in den Sand zu stecken war für Flo aber keine Alternative. Ich gehe jetzt zur Physiotherapie und ich hoffe, der kann mir da weiterhelfen, erklärte er stattdessen. Should you